Etwas hat die Welt ja wohl noch nicht gesehen. Da regnet und schüttet es gestern den ganzen Tag über in Eckernförde, dass man glaubt, die Welt geht unter. Und in dem Moment, in dem Joe Cocker hinter die Bühne am Ostseestrand fährt, da schließt der Himmel plötzlich die Schleusen. Und 10.000 Menschen erleben ein zwar stürmisches, aber trockenes Open-Air-Konzert am Ostseestrand. Welch ein Ereignis für Eckernförde, Caroline Rabe, mit Stimmung und Stimmen. Sowas hat dieser Zaun noch nicht erlebt. Staatsgäste hat er gesehen aus der Ferne in Heiligendamm und Demonstranten. Und in Eckernförde wird er vom Wind fast umgeblasen. Tausende von Menschen drängen sich dicht an ihm vorbei und schließen achtlos ihre Räder an. Und der Zaun hat auch das noch nicht erlebt, ein Konzert von Joe Cocker. I'm feeling good myself tonight. 10.000 Fans feiern ihren Star. Entspannte Stimmung ohne Gekreische und Hysterie, sondern ein besonderes Konzert am Strand, am Wasser. Wer eine Karte ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Sowas kriegt man wahrscheinlich nie wieder. Ich komme aus Frankfurt-Main und habe von dem Joe Cocker-Konzert gehört und bin dann extra hergefahren. Die Atmosphäre ist natürlich total besonders. Ne? Das ist schon mal klar. Am Strand so ein Open-Air-Teil, das hat schon irgendwie was. Ein Superstar in Eckernförde, außergewöhnlich, auch für den Bürgermeister. Nochmal die Rede proben, während er noch vor dem Konzert auf Cocker wartet. Doch der speist zunächst abgeschirmt in seinem Wohnwagen. Der Eintrag ins Goldene Buch muss warten, ein zweites Mal verschoben. Dazu gibt's klare Ansagen. Keine Fragen, keine Interviews, nur Eintrag ins Goldene Buch mit dem Bürgermeister. Keiner darf ran, sonst wird Herr Cocker oder sein Manager übellaunig. Cocker will einfach nur singen und das tut er. Im Konzert wieder warten. Herr Cocker hat erstmal 3 Burger und 2 große Pommes bestellt. Und erst dann geht endlich der größte Wunsch von Bürgermeister Sibbel in Erfüllung. Der Eintrag ins Goldene Buch und ein Satz. Die Sorge über überschwappende Wellen. Und dann verschwindet Joe Cocker wieder in die Nacht mit 1,5 Kilo Sprotten im Gepäck. Die Fans haben einen einmaligen Abend erlebt und der Zaun? Derart viele Neugierige, die wirklich interessiert an dem waren, was sich hinter ihm abspielte, das ist auch für ihn einmalig.